Willkommen! In diesem Video lernen Sie, in welchem Sinne Paul Heymann, ausgehend von verschiedenen Bildungstheorien, die Didaktik auf eine Lerntheorie verpflichten wollte. Dabei ist die Unterscheidung zwischen offenen und geschlossenen Bildungssystemen grundlegend für Heymanns Klassifikation der ihm vorliegenden Bildungstheorie. Entscheidend für die gesamte Didaktik Heymanns ist die Nähe seiner Lerntheorie zur konkreten Unterrichtspraxis, die sich immer in einem operativen didaktischen Bezugsfeld abspielt. Im Folgenden werden Sie an diese Kernaussagen Heymanns herangeführt. Hinsichtlich des Bildungsbegriffs ist zu betonen, dass Paul Heymann einen expliziten Bezug der Didaktik auf Bildungstheorien nach gängiger Interpretation ablehnt. Im Blick auf die didaktischen Theorien in Deutschland unterscheidet Heymann indes angesichts der Diskussion des theoretisch gesteuerten Verhaltens zwischen offenen und geschlossenen Systemen der Bildungstheorie, wobei diese Unterscheidung rein deskriptiven Charakter hat. Zu den geschlossenen Systemen rechnet er explizit Ansätze wie die Arbeitsschule nach Kerschensteiner, die Waldorfschule nach Steiner, die Montessori-Schule, den Dorton-Plan von Parkhurst, den Jena-Plan von Peterson und die US-amerikanische Projektplanmethode der Progressive Education. Diese geschlossenen Bildungssysteme begreift Heymann als Bildungsorganismen mit großer materialer Festgelegtheit, die durch ein System von Axiomen und didaktischen Postulaten gesteuert werden. Mit diesen Voraussetzungen muss man sich nach Heymann identifizieren, wenn man innerhalb der Systematik der geschlossenen Systeme didaktisch operieren will. Im Gegensatz dazu spricht Heymann von offenen Systemen und rechnet Herder, Humboldt, Pestalozzi, Schleiermacher, Kant, Hegel, Dilthey und Heidegger dieser Klasse zu. Das Gemeinsame dieser Ansätze besteht nach Heymann darin, dass sie, so Heymann wörtlich, in der Erscheinungsfülle der historischen Bildungsphänomene eine strukturelle Verbindlichkeit entdecken, an der sich das aktuelle Bildungshandeln zuverlässig orientieren lässt. Heymann kritisiert nun nicht diesen Anspruch, den er vielmehr vor allem bei Klafki als klar und präzise herausgearbeitet bezeichnet, sondern den Bezug dieses Ansatzes auf das praktische Handeln. Diese Bildungstheorien entfernen sich nach Heymann zu sehr von dem, was in Schulen wirklich vor sich geht. Dabei betont Heymann verallgemeinernd, dass diese Ansätze sich zu weit von der konkreten Unterrichtspraxis entfernen und so einem Stratosphärendenken gleichkommen. Vermutlich war es keine gute Idee von Heymann, hier von Stratosphärendenken zu schreiben, weil dieser Ausdruck als unsachliche Polemik verstanden und sein Ansatz in diesem Sinne angegriffen worden ist. Der sachliche Kern ist dabei erheblich zurückgetreten. Ausgehend von dieser klassifikatorischen Unterscheidung zwischen geschlossenen und offenen Bildungssystemen kritisiert Heymann in der Folge den Bildungsbegriff deutlich, betont aber auch, dass er in jeder didaktischen Theorie auftreten muss, weil er ein faktisches Phänomen umschreibt. Seine Didaktik orientiert Heymann dann aber explizit am Lernbegriff, weil dieser nicht von einer Unverfügbarkeit des fruchtbaren Moments in der Bildung ausgeht, sondern geeignet ist, real stattfindende Prozesse auch im Sinne der Sozialempirie zu betrachten. Heymanns Didaktik stellt also vor allem auf eine Lerntheorie und nicht auf eine Bildungstheorie ab. Er setzt daher konsequenterweise auch den Akzent auf Lerntheoretiker wie Gottfried Hausmann, der unter Berufung auf Josef Dolch die Prozesse des Unterrichts als Lehr- und Lernvorgänge bezeichnet hat. Sowohl Heymanns als auch Hausmanns Didaktik stellen mithin eine Disziplin dar, die es mit dem Lernen in allen Formen und mit dem Lehren aller Art auf allen Stufen zu tun hat und dabei grundsätzlich das gesamte Erziehungsgeschehen perspektivisch im Blick behält. Dabei ist auch Heymanns didaktische Feldtheorie zu erwähnen, denn die Lehr- und Lernvorgänge spielen sich immer im Rahmen eines operativen didaktischen Bezugsfelds ab, auf das der Didakt bedeutsam Einfluss nehmen soll.
Insgesamt also kann festgehalten werden, dass Heimann die Bildungstheorie in eine Lerntheorie umwandelt, um so eine Didaktik zu entwerfen, die sich nah an der konkreten Unterrichtspraxis entfaltet und bewährt. Darin liegt der entscheidende Punkt der Didaktik von Paul Heimann. Der didaktische Ausgangspunkt Paul Heimanns ist die Frage nach den theoretischen Steuerungsmöglichkeiten des Verhaltens. Dabei unterscheidet er grundlegend hinsichtlich der Geschichte der Didaktik zwischen geschlossenen und offenen Bildungssystemen. Als geschlossene Systeme begreift Heimann etwa die Waldorfschule, die Montessori-Schule, die er dadurch kennzeichnet, dass sie die didaktische Steuerung durch ein System von Axiomen und didaktischen Postulaten unternimmt. Die didaktische Operation erfolgt im Unterricht durch die geschlossene Identifikation mit diesen Axiomen. Demgegenüber bezeichnet Heimann die Bildungstheorien von Klassikern wie Herder, Humboldt oder Pestalozzi als offene Bildungssysteme, da sie die strukturelle Verbindlichkeit der historischen Bildungsphänomene in ihrer Entscheidungsfülle zusammenfassen. Bei diesen offenen Bildungssystemen kann die didaktische Operation sich mithin an diesen Verbindlichkeiten orientieren. Insgesamt attestiert Heimann den bisherigen didaktischen Modellen und Bildungssystemen, dass sie zu weit weg von der schulischen Praxis operieren, weshalb er ihnen Stratosphärendenken vorwirft und eine Annäherung an Theorie und Praxis vorschlägt. Diese Annäherung verspricht sich Heimann von der Ersetzung des Bildungsbegriffs durch den Praxisbegriff. Die Didaktik wird so zur Disziplin des Lernens und Lehrens, die immer auf ein operatives didaktisches Bezugsfeld bezogen sein muss, das seinerseits sozialempirisch zu erfassen ist. In Paul Heimanns Didaktik als Theorie und Lehre aus dem Jahr 1962 wird eine eingehende Analyse der zu diesem Zeitpunkt vorliegenden deutschsprachigen Didaktiken unternommen. Um den Zustand der didaktischen Theorie in Deutschland zusammenzufassen, unterscheidet Heimann zwischen geschlossenen und offenen Bildungssystemen und fasst diese eingehend zusammen. So sind etwa die Waldorfschule oder die Montessori-Schule für Heimann geschlossene Bildungssysteme, weil sie die didaktische Steuerung ausgehend von einem System von Axiomen unternehmen, mit dem der Lehrende sich geschlossen identifizieren muss. Als offene Bildungssysteme begreift Heimann die klassischen Bildungstheorien von Herder, Humboldt oder Pestalozzi, welche die strukturellen Verbindlichkeiten des Bildungssystems herausarbeiten, um sich an einem solchen Kanon didaktisch zu orientieren. All diesen 1962 vorliegenden Systemen wirft Heimann indes Praxisferne vor und spricht deshalb vom Stratosphärendenken der bisherigen Didaktik. Demgegenüber schwebt ihm eine zutiefst in der Unterrichtspraxis verankerte Didaktik vor, die noch den sehr theoretischen Bildungsbegriff durch den praktischeren Lernbegriff ersetzt. Didaktik soll so im Allgemeinen als eine Disziplin des Lehrens und Lernens begriffen werden, die je und je ein konkretes und operatives didaktisches Bezugsfeld eingreift. Insgesamt also ersetzt Heimann die Bildungstheorie durch eine didaktische Lerntheorie, die an einer Unterrichtspraxis ansetzen muss.